Ja, ist nicht so schlimm, dass du nicht mehr richtig Deutsch kannst. Das liegt am Stream. Armer Klotz. Japan-Cube! Ach so! Du Japan-Klotz! Du ja. Ich hab Armer-Klotz verstanden. Ja, ich... Natürlich! Ich hab das auch erst verstanden. Aber... Ja, das ist auch meine Reaktion. Ich kann schon nicht mehr richtig Deutsch. Japan hat sowas an sich. Wer kann das denn heutzutage schon noch? Ne? Ja, wer kann das denn schon noch? Nun schoch. Oh oh. Los, komm! Hoch da! Und... Ich will darüber! Ich will's schaffen, nö! Die, die das wollen, verlieren ein bisschen Leben. Ja, aber klar. Na, siehst du, Sabi, du hast einen Zuschauer zum Lachen gebracht. Das ist doch schon mal was. Yeah! Hurra! Oh, komm schon! Kamera, drehen! Öfter, schneller, so. Höher! Oh. Mi. Gibt's hier nicht auch eine Eule oder so? Hier wäre sie wirklich mal nützlich. Ein schlaues Lüftchen. Wir sind in Rente gegangen. Wer ist in Rente gegangen? Eule. Ja. Die hat ja schon solche Augenringe. Die ihr immer verwehrt hat. Pass auf, im Schloss, da ist das große Feuer. Was? Das große Feuer oder ist das vielleicht nur das mittlere Feuer? Also das hier ist vielleicht das... Das ist... Ja, eben. Im Schloss ist aber... Also das hier ist auch ein großes Feuer. Wo ist im Schloss ist das Mega-Flair? Das Japan-Klotz ist mein Rivale. Ja. Dinkelberg. Dinkelberg. Japan-Klotz. Dinkelberg. Ja, das sind die fünf Geheimnisse in dem, wir müssen alle fünf Feuer finden. Ja, das kleine, das mittlere, das große, das gigantomanische und das... das mittelgigantomanische. Das mittel... und... Ja. Finde die fünf Bone Fires. Was, sind wir jetzt in Dark Souls? Nee, in Bright Souls. Ah. In der Bibliothek. Die Bibliothek ist im Schloss. Die Kamera dreht die ganze Zeit weiter, jetzt nicht mehr. Gut. Juhu! Juhu! Ja, komm schon! Loslassen können. Nein, ich wollte noch nicht loslassen. Aber ich will aber nicht man weg. Man muss mal loslassen können. Nein, das will ich nicht. Und hopp! Ah, jetzt die Kameraeinstellung sollte ich so behalten. Oh, nein! Das solltest du nicht behalten. Das sollte ich vielleicht nicht tun, ja. So, doch wunderbar. Dann waren es nur noch 19 Leben. Los, streng dich an. Aber mein Fuß. Leben zu verlieren. Das ist so wie Tauziehen. Der eine will, dass du überlebst, der andere nicht. Ja, so über so einem Lava-Pit. Einer zieht am Arm. Ich will, dass er da reinfällt. Nein, ich will das nicht. Mario fällt aus allen Wolken. Ja. Wird doch garantiert alle Superman 64 sehen. Nein, das Spiel hier ist schon schwer genug. Superman 64 DS. Aua, auf meinem Fuß ist ein Japan-Klotz. Au. Nennt sich dann wohl GameCube. Ja, ich glaube, daher kommt der Name auch so zum Teil, so wie ich das verstanden habe. Das hatte was mit GameCube zu tun zumindest. Ich glaube, ich werde noch bis ich den Stern habe, in Rente gegangen sein. Tja, es wird nie wieder ein anderes Let's Play geben, weil ich dieses leider nicht zu Ende bekomme. Du kannst auch einfach zwei Spiele gleichzeitig spielen, dann schaffst du es zwar beide nicht, aber dann gibt es noch ein anderes. Wenigstens noch ein anderes nicht. Und hepp.
komm schon, diesmal aber hoch! Ja, okay, so rum geht's auch. Ist der GameCube auf den Fuß gefallen? Nein, nee. Der Name kommt teilweise von Nächstes Mal halte ich da an und gehe langsam zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Gibt's hier nicht irgendwo was, womit ich fliegen kann? Oh ja, ganz oben, ne? Was? Nee. Ach nee, das... Jetzt überlege ich, aber das ist der oder die GameCube? Eigentlich der, oder? Ehrlich gesagt, englische Worte, das ist, ich glaube, legitim, egal was man sagt, weil... Also... Also normalerweise... Ich hab mal eine Diskussion darüber gesehen, deswegen fällt mir das gerade ein. Ehrlich gesagt, ich sehe das so als ungeschriebene Regel, dass man bei englischen Wörtern im Deutschen eigentlich fast immer, oder wirklich, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, die ich jetzt gerade nicht nennen kann, weil sie mir nicht einfallen, das nimmt, was den Artikel nimmt, den die Übersetzung hat. Und mein Liebling, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Was genau mit dem Gesprächsthema gerade zu tun hatte. Das ist einfach vom Chat. Wollen die Leute ja nicht warten lassen. Der Mario, der von der Klippe fällt. Nein! Okay, diesmal komme ich da hoch. Ja, ich weiß es auch nicht, deswegen, ja. Mario, der von der Klippe fällt. Och, Mann! Ich will ein Anime werden. So wie das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Der Mario, der von der Klippe fällt. Oh, das wird dann mehrfolgig und immer passiert das Gleiche. Ja, genauso wie One Punch Man, ne? Ja. Passiert immer Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ja, im Grunde... Sachen in den Raum werfen. Sachen in den Raum werfen? Also, ich kann auch Sachen in den Raum werfen. Hat man gar nicht so gesehen. Wir haben es nicht mal gesehen. Man hat es nicht gesehen durch die Kamera. Ja, dann musst du die Kamera auch noch einstellen, wie bei Mario. Dann werfe ich halt noch was anderes. Das ist deine nächste Perfektion, die du arbeiten kannst nach der Kinect-Steuerung, dass du deine Kamera mit den Tasten einstellen kannst. Ja. Und so, und... Ah, oh, das ist scheiße! Das klappt so nicht! Auch wenn ich die Kamera so drehen muss... Ich muss mir echt eine Kameraeinstellung vorher überlegen, die dann auch immer... klappt. Schon wenn ich da drauf bin. Dann gehst du nämlich drauf, wenn du nicht drauf bist. Für jedes Leben, das ich verliere, werfe ich dann gleich irgendwas in mein Zimmer. Am Ende von allen dein ganzes Zimmer hinten vollständig. Habe ich hinter mir so unseren übelsten Berg an Krimskrams. Ein großer Berg. Ein großer Berg. Nicht ein mittlerer. Ein Gigantomar. Ich habe kein Problem mit nackten Hintern. Kommt auf den nackten Hintern an. Es ist ein großer, ein mittelgroßer, ja. ein Nackter, ein Mittelnackter. Ein Schnackter. Das ist alles auch schon. Der Kim Kardashian macht's gut vor. Was ist das denn schon wieder? Kennen wir nicht. Wollen wir nicht kennen. Guck sie mal nicht nach, war die erste Person, die mir eingefallen ist. Wobei ja. Gaylord. Ah ja, Gaylord. Was, die Stadt in Michigan? Ja. Habt ihr davon gehört? Hey, Kevin ist wieder. Oh, K ist wieder da. K ist wieder da. K ist wieder Day. Ja, bei einem Namen, der nur aus zwei Silben besteht, dann spricht man schon mal ausreichend schnell aus. Ja, das stimmt. Ach nee, was ich sagen wollte, und zwar mit Gaylord. Habt ihr heute schon mal auf Google geguckt? Nein. Das heutige Google-Doodle ist über einen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, irgendwas mit Elwood. Und der ist Typ... Gaylord geboren. Ja, nee, ja, ja, nee, aufgewachsen, oder? Oh, keine Ahnung, keine Ahnung. Oh, endlich! Ein Stern! Wie was von Claude Shannon oder Ja, ja, genau. Frage, was bedeutet Radl? Was? Was? Radl? Er ist Randall!
Also Randall ist ja... Das ist ja nicht richtig geschrieben. Radeln ist... Okay. Ist Radeln ist Dialekt für Radfahren, Radelfahren. Rad... Ja! Oh, türkische Dreiecke! Dialekte, andere Sprachen. Und türkische Dreiecke. Dann kannst du es ja gar nicht schaffen, wir sind ja getürkt. Oh Mann. Ah. Was ist das wie zum Plot? Also der ist ein Mathe-Genie. Ja, und der ist aufgewachsen in einem Ort namens Gaylord, Michigan. Was ich ehrlich gesagt ziemlich witzig finde. Und ja, wir haben. Das ist dein gutes Recht, das lustig zu finden. Und Taro hat auch heute schon. Geguckt, wie man hinkommt, aber. Zu teuer. Aber es gibt ehrlich gesagt in Gaylord auch ein. Also so ein paar Sachen, die man da machen kann. Zum Beispiel, es gibt das Gaylord Discovery Center. Nein, wir meinen nicht den Toner Mitch Gaylord. Was? Es gibt einen Toner namens Mitch Gaylord. Okay. Mitch Gaylord. Oh, ist auch ein schöner Name. Es gibt, glaube ich, auch... Wenn du noch den ersten Buchstaben ändern würde, hätte sogar zwei schöne Namen. Ah ja! Gaylord, okay. Bitch Gaylord. Oh, der hat sogar Goldmedaillen gewonnen. Oh! Also für einen Gaylord ziemlich. Oh nein! Oh, aber jetzt wird dann wieder so diskutiert, ihr könnt doch keine Witze über das machen. Ja. Das geht nicht. So, ich bin gerade runtergefallen. Oh mein Gott. Themenwechsel. Hast du Bilder entdeckt, die du nicht sehen darfst, oder warum sagst du, oh mein Gott? Nein, was? Der hat sogar, wohl 5 Kinder in die Welt gesetzt, die wohl alle dann mit dem Nachnamen jetzt wohl Gaylord heißen. Das ist Spaß in der Schule. Hey Gaylord, come over here! Oh no. Oh oh. Ich muss schon wieder zurück. Oh, es gibt doch nicht. Man hat das gerade nicht gehört, hier war gerade jemand. Nein, hat man nicht gehört. Wer war's denn? Jetzt wollen wir es genauer wissen. Oh. Ich wurde nur gefragt, was ich heute zum Abendbrot will. Ah. Oh. Und was willst du? Ich will Miracoli. Wählen zwischen Grillwurst und Brötchen. Brötchen, ja, kombinier's doch. Ja, also ich würde sagen beides. Grillbrötchen. Brotwurst. Oh nö! Ah! Das schaffe ich nicht, ich glaub's nicht, ich bin... weg. Bäm. Vorgelesen, dass in Wikipedia steht, dass Gaylord ein Familienname ist und ein männlicher Vorname. Gaylord ist auch ein männlicher Vorname? Das heißt, man kann Gaylord heißen. Ja, das steht auch gerade im Chat. Du heißt dann Gaylord, bist in Gaylord geboren. Ja, und deine Frau heißt mit Familiennamen auch noch Gaylord. Das heißt, du bist Gaylord von Gaylord. Das wäre ich gern. Warum kann ich nicht diese... Wir müssen eine Petition starten. Inception. Das war... Gaylordception. Nee, eine Petition, dass sich zwei Leute zusammenfinden, die Gaylord heißen. Heiraten, beide ihren Namen behalten. Geht das denn überhaupt, dass man sozusagen... Können ja nichts anderes tun, außer ihren Namen zu behalten. Und dann noch ein Kind in die Welt setzen und es Gaylord nennen. Auch wenn es ein Mädchen ist. Naja, nee, du musst auch. Gaylord heißt dann halt Gaylord Junior. Gaylord, geborene Gaylord. Ja, genau. Geboren in Gaylord. Also wenn wir das schaffen, Gaylord, zumindest Gaylord aus Gaylord. Gibt das würde ja schon reichen. Unter Gaylord? Ober Gaylord? Und unter Gaylord. Nein, wir sind hier nicht in Bayern oder so. Ich komme aus Unterhaching, ich komme aus Unter Gaylord. In Gaylord. Ich komme aus Gaylord ist auch gut eigentlich schon. Oder eher, ich komme in Gaylord. Oh Mann.
Das ist jetzt echt schlimm, dass wir sowas als Thema haben für so ein harmloses Gespräch, wie wir es gerade führen. Wir müssen gucken, wer dafür verantwortlich ist. Wer hat das angesprochen? Also das war Gaylord Gaylord. Das war unser Japan-Klotz, glaube ich. Nee, ich hab doch mit Gaylord angefangen, oder? Ja, er hat nur gesagt, dass es einen Toner gibt. Ah, genau. Und auf den Namen sind wir dann. Ah, oh, ja. Apropos gesprungen, ich hab's geschafft, höher zu springen. Ey.